Moin Moin und willkommen zum Finale von Let's Play Final Fantasy X. Und ich bin stolz, heute endlich das Finale, hoffentlich, wenn nicht zufällig mein Rechner noch abbraucht, fortstellen zu können. Vorher muss ich aber was Wichtiges gucken. Er ist mir gerade eingefallen. Ganz wichtig für diesen letzten, entscheidenden, Fight ist, dass wir... Wo ist er denn? Wir brauchen den Zombie-Hieb. Der ist existenziell wichtig. Hat er den schon? Retard-Shock, Trisaster, Rapid-Schlag? Nein. Hat den Orin. Irgendjemand braucht den... Das ist wichtig. Ohne Zombie-Hieb kann ich da taken. Ich brauche... Hat denn keiner den beschissenen Zombie-Hieb? Gib es doch nicht. Also das ist ganz wichtig, den braucht ihr für den Fight. Oder ihr braucht ein Item, was Zombie verursacht. Habe ich ein Item mit Zombie-Schlag? Kann ich auch gleich mal gucken. Wo fängt man denn an auf dem Brett? Hier fängt man an, genau. Das ist links von hier. Da ist er. Da ist er, der Hühnerschräger. Wer war denn hier schon? Walker. So, da ist ein Level 3 und dann brauchen wir 1, 2, 3, 4, 5. 5 Felder für den Zombie-Hieb. Ah. Hat er das noch? Nein, er hat natürlich nur eins. Du bist so ein Vollpfosten. Was kannst du eigentlich? Wie viel hat Orin denn noch? Ja gut, dann muss ich das anders machen. Es bleibt mir ja nicht viel übrig. Gut. Ja, das ist jetzt Planung. Nein, ich habe kein Teleport und kein Freundsveroid. Was ist denn das hier für ein Mist? Was mache ich denn da insgesamt für Scheiße? Ich brauche den Zombie-Hieb, da kann ich nichts machen. Und ich habe kein Teleport-Sveroid, das ist doch für einen Arsch. Das ist tierisch für einen Arsch. Wollte ich nur mal gesagt haben. Gucken wir mal. Wo kann denn Orin hin? Kann der da in die Nähe? Das wäre top. Nein, kann er nicht. Also kann nur Walker hin und der, Vollidiot, ja, hat nur einen Svero-Level. Habe ich ein Item, das Zombie verursacht? Zombie. Ich mache mir jetzt einfach ein Item, was Zombie verursacht. Wieso bin ich da nicht gleich drauf gekommen? Ich denke nicht mit. Dafür nehme ich aber jemanden, der keine Waffe hat, die über... sondern... Ja, Walker... Ja, das ist jetzt eigentlich egal, was ich dafür nehme. Ich bin trotzdem wählerisch. Es ist scheißegal. Mein Gott. So, Umbau. Was habe ich denn jetzt genommen? Ach, egal. Kann ich das sortieren? Nein, kann ich nicht. Okay. Ja, dann nehme ich jetzt irgendeinen random Ball. Ist mir jetzt ja auch Jacke. Wenn ich jetzt keinen Zombie-Schlag verursachen kann hier, dann ist aber ganz aus. Zombie-Attacke. Yay. Oh, Gott sei Dank. So, das war wichtig. nochmal durchgehen, also nochmal gerettet. Welchen Ball habe ich denn jetzt verzaubert? Da, Zombie-Attacke. So, dann können wir anfangen. Halleluja. Also der Kampf ist nicht einfach, das vorneweg. Deshalb bin ich da auch so zimperlich. Oh, fängt schon an. Okay. Ach genau, da kam ja noch vorher was. Da kann man eh nicht mehr speichern, insofern alles an einem Stück. Das muss sein. Hier gab's nochmal, hier wirst du, ja genau, hier wird man nochmal mit Items zugeworfen. Kann sogar sein, dass man hier ein Item mit Zombie-Schlag kriegt. Das wäre natürlich ziemlich dumm im Endeffekt. Naja. Schauen wir mal. Hier sehen wir den Traum, oder was das auch immer ist. Und hier, wie wir sehen... Ach, Kristall. Neat. Fuck! Das sind Items. Ja, das ist wichtig. Beziehungsweise nicht wichtig, aber gut, weil das sind gute Items. Dark-Kristall. Die sind nur kurz da, aber wenn man sie kriegt, dann hat man ein Item.
Immobilie erhalten, jawohl. Ja, brauche ich jetzt nicht. Insofern ist das egal. Die Dinger sollte man nicht berühren, weil dann ein Fight folgt und man Zeit verliert. Okay, das mit dem... Oh Gott. Ja, natürlich. Hi, dich kennen wir doch. Servus, mein Freund. Ich glaube, ich bleib einfach stehen. Das ist besser. Ist für alle gesünder. Machen wir mal Hastgar. Yuna kommt zweimal dran, das ist schön. Weil ich mit ihr... Das kennen wir ja schon, Schutzengel. Ich kann aus dem Kampf auch nicht flüchten, deswegen... Ich würde nochmal flüchten, aber geht halt nicht. Deswegen muss ich das jetzt durchziehen. Ja. Kann man nichts machen. So, jetzt kriegst du aber aufs Maul. Ja, schön. Also Yuna haut gut Damage raus. Das dürfte im Endfight auch nicht allzu problematisch werden. Hoffe ich mal. Oh, oh. Bumm, jawohl. Immer aufs Maul, ja. Der Konter. Ich liebe den Konter. Der Konter ist genial. Okay, das war dumm. Egal. Ja. Kennen wir. Lieben wir. Not. Wem habe ich eigentlich Schutzengel gegeben? Ah, man, nicht immer so einen heißen. Auch Orin hat auch noch überlebt. Ah, so ist das. Ach, unser Imba Orin überlebt das auch noch. Ja, natürlich. Gut. Freue ich mich doch für ihn. Jetzt muss ich natürlich kurz hochheilen, sonst bin ich beim nächsten Mal am Arsch, wenn der kommt. Ist auch scheiße. Da ich vor dem... Oh, was? Habt ihr da was gesehen? Da war nichts. Da war nichts. Ach, natürlich, boah. Die kloppen jetzt alle Gegner auf die irgendwie noch hier richtig scheiße raus. Und also, ist ja nicht zu fassen. Oh, und der kontert, natürlich. Das habe ich total vergessen. Alter Verwalter, ey. Natürlich. Ja. Unsympathischer Arsch. Egal. Ich hoffe, er kontert keine Zauber. Das wäre nervend. Ja, Glück gehabt. Nein, nicht beten. Beten tun nur Verlierer. Nein, Quatsch. Ah, Religionsflames. Verdammt, das sollte man nicht machen. Ah, ja. So, jetzt gib ihm mal aufs Maul. Oh, 33k, so wie ich das sehe, Orin. Oh, scheiße, tot. Ich weiß gar nicht, ob man hier sterben kann. Ich schätze schon. Na komm, jetzt lass das Orin machen. Na komm. Oh, lass das Orin machen, habe ich gesagt. Du bist nicht Orin, du bist eine Frau. Vielleicht hast du schon mal festgestellt, also... Ihr habt übrigens gerade gesehen, dass Titus seine Waffe nur 11k Damage gemacht hat. Und Orins Waffe hat 23k rausgehauen zum Schluss. Das liegt daran, dass Titus Solaris Waffe im Damage sinkt, wenn er wenig HP hat. Nein! Mann, doch! Oh, das ist so un... Ja, natürlich! Und wie? Und hinter halt auch noch! Oh, Mann! Komm, leck mich doch, du kriegst jetzt aufs Maul. Da habe ich keinen Bock drauf, ehrlich. Ja, gib ihm einfach voll in die Fresse. Und nochmal. Und jetzt gibt es natürlich den Schutzengel, weil kein Bock zu schießen. Okay. 2-1 Risiko. Ach, total Abwehr. Na komm. Jetzt bin ich mal gespannt. Wenn Orin jetzt stirbt, dann bin ich aber sauer auf ihn, das sage ich dir. Ja, das hätte ich dir auch geraten, du. Ziemlich nervig die ganze Sache hier. So, ja, Aether auf Yuna. Ja, das Vikra verbraucht ihre ganze Mana. Das ist scheiße. Nehme Vitra. Halt auch genug. Obwohl, naja.
So. Fuck off that shit. Ich bewege mich jetzt ganz langsam hier, weil ich habe keinen Bock auf die ganzen Fights. Das geht mir auf den Nerv. Wenn ich da einen Kristall verpasse, ist mir das auch egal. Ach, das ist so sinnlos. So sinnlos. Mach dich! Ich will nichts von dir! Das ist nicht zu fassen! Der Kerl geht mir auf den Sack. Du gehst mir gewaltig auf den Sack. Dass der nicht einfach sterben kann. Nein, da macht er immer noch so eine große Show-Einlage, weißt du? Bumm, ja komm, ist mir doch Jacke. Also dieser Teil in dem Spiel ist wirklich absolut nervend. Man kann die Kristalle nicht sehen. Ja, rotes Band brauche ich nicht. Man kann sie wirklich nicht sehen aus dem Winkel. Und dann so was, weißt du, da trägt mich auf. Das geht mir tierisch, aber wirklich tierisch auf den Nerv. Aber ich bleib jetzt hier stehen. Ich bleib jetzt hier stehen. Kannst du ja drehen, die Kamera? Es hat doch keinen Sinn, stehen zu bleiben. Oh, ja. Wird auch nicht angezeigt. Da. Komm, komm, komm. Bitte. Ja, nimm. Magierstab. Nice. Also hier gibt es wirklich gute Items für Leute, die nicht viel gelevelt haben oder nicht viele Items gesucht haben. Knapp. Kristall. Weiß Steroid. Auch sehr schön. Oh, oh. Da muss man aufpassen. Oh, da ist er. Banner. Okay, Todesattacke. Das bringt bei einem Endgegner nicht wirklich viel. Die sind meistens todesimmun, aber gut. Wieso nicht eine Waffe mit Todesattacke hier reinpacken? Runting? Runting? Notextase. Ja gut, wieso nicht? Also, wow, das war eng. Man sieht schon, wenn man hier ein bisschen vorsichtiger rumlatscht, dann kann man das auch ganz gut hinhauen. Abwehrmauer. Zauberkonter, gut, brauche ich jetzt nicht. Mit Walker bestimmt nicht. Ne, Zauberkonter. Komm schon. Die letzten vier auch noch hier. Das sind 10 Stück insgesamt. Oh oh. Jetzt könnten die auch mal wieder spawnen. Das wäre ich total Gnocke. Wow, das war knapp. Jetzt, wo denn hier? Jetzt habe ich aber die Schnauze voll. Wo ist es denn? So was ist ätzend, weißt du? Ich drehe die ganze Zeit, mich laufe, aber ich find's nicht. Das ist doch nicht mehr nett. Wow. Wow. Mies. Mies. Da. Da, komm. Tech-Sveroid, jawohl. 3 Stück noch, 3 Items noch. Dann haben wir's. So, jetzt habe ich einen kompletten Übersicht. Das finde ich hier sehr schön gerade. Wobei, naja, so komplett ist die Übersicht auch nicht, aber ich habe eine Übersicht. Gut. Boah, das war wieder knapp. Könnten die Scheißteile mal spawnen, wo ich sie sehe. Das ist so ätzend. Dumm die dumm. Ich reg mich gar nicht auf. Kurzer Cut.